Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Champions League-Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Porto. Ich grüße ganz herzlich unseren Cheftrainer Ralf Hasenhüttl und bitte dich auch gleich um dein Statement zum Spiel. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir heute hier ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben uns heute das Ziel gesetzt, ein bisschen mehr von dem zu zeigen, was RB Leipzig ausmacht. Das ist im eigenen Stadion Tempofußball, schnelles Umschalten, sehr diszipliniertes Arbeiten gegen den Ball. Und ich muss sagen, dass die Mannschaft sehr viel davon sehr gut umgesetzt hat. Wenn man das Haar in der Suppe heute suchen möchte, dann ist das vielleicht die Tatsache, dass wir dieses Spiel nicht viel höher gewonnen haben und uns das Leben durch zwei vermeidbare Gegentreffer selber schwer gemacht haben, wobei man sagen muss, dass beim ersten Treffer, glaube ich, ein Foulspiel vorausgeht der Aktion und wir da ein bisschen naiv sind und stehen bleiben, anstatt dass Lukas da dieses Foul auch annimmt. Aber okay, so sind wir halt mal und deswegen haben wir trotzdem in der Halbzeit die Jungs schon gelobt, weil sie in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht haben, nach vorne unglaublich guten Tiefgang hatte. Wir haben Zonen so gespielt, wie wir das wollten. Der Gegner hatte damit Riesenprobleme. Wir haben mit der Aufstellung mit Brum über rechts und Emil über links vielleicht auch ein bisschen überrascht den Gegner und haben dadurch aber auch immer wieder 1-1-Situationen kreiert, die den Gegner vor Probleme gestellt hat. Aber trotzdem hat Porto gezeigt, dass sie auch nach vorne Qualität haben und dass man immer aufpassen muss. Wir bewegen uns hier immer auf Champions League Niveau und das bedeutet, dass man, sobald man es ausrollen lässt, sofort bestraft wird und das darf man nicht tun. Und deswegen muss man dann, ich will nicht sagen zittern, aber es war halt nie entschieden, das Spiel, weil wir es auch verabsamt haben, zweite Halbzeit aus den wenigen Kontersituationen, die wir hatten, die wir richtig gut rausgespielt haben, dann auch vielleicht das entscheidende vierte Tor zu machen. Aber nochmal, unterm Strich war es ein mehr als verdienter erster Sieg in der Champions League für RB Leipzig, für uns ein historischer Sieg und ich glaube, die Leute, die im Stadion waren, haben entgegen meinen Prognosen vor dem Spiel, weil ich nicht gedacht habe, dass das wieder ein Spektakel wird, doch ein sehr, sehr interessantes Spiel gesehen und mit vielen Toren und im Endeffekt ein sehr schöner Abend für uns. Danke sehr. Vielen Dank. Bevor Michael anfängt zu übersetzen, kurze Frage, sind noch portugiesische Kollegen hier? Ich kurz mal auf Portugiesisch fragen. Mhm. Ah, Journalisten portugiesisch aqui ainda na sala? Ja. Okay. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir auch auf Deutsch weiter mit den Fragen. Stefan Schönau, bitte. Nicht schlimm. Herr Hasenhüttl, Sie haben sehr offensiv gespielt. Haben Sie das Spiel im Vorfeld als Endspiel gesehen? Wir haben gesagt, dass es schon ganz gut wäre, wenn wir das Spiel gewinnen, weil sonst wird es verdammt schwer, weil dann sind noch drei Spiele ausständig und dann musst du ja fast jedes gewinnen. Aber mir war viel wichtiger, dass wir auch nach diesen ersten zwei Begegnungen, wo wir immer gesagt haben, das erste Heimspiel war was Besonderes, das erste Auswärtsspiel, da waren wir ein bisschen überfordert am Anfang, weil es für uns neu war, in so einer Kulisse aufzulaufen. Aber im dritten Spiel gibt es keine Ausreden mehr. Da möchte ich, dass wir endlich das spielen, was wir auch können. Und nach dem Spiel in Dortmund war es natürlich so, dass wir auch vollgepumpt mit Selbstvertrauen hier heute reingegangen sind in das Spiel. Und ich glaube, man hat das schon gemerkt. Offensive Ausrichtung, weiß ich nicht, wie ist jetzt im Moment mit Keita und Kampl auf der 6, sind wir wirklich bärenstark, das ist fußballerisch ein Augenschmaus, weil es nicht zwei da am Ball sind, haben es toll gemacht und nach vorne sind wir so variabel und mit so vielen Alternativen bestückt, dass wir da auch schwer auszurechnen sind und deswegen, wenn wir die Leichtsinnigkeiten hinten noch ein bisschen besser in den Griff bekommen, dann haben wir eine schöne Zukunft für uns. Stefan Krause. Trainer, Sie haben Timo Werner nicht von Anfang an gebracht, sondern 75 Minuten dann ins Spiel geschmissen. Was war der Hintergedanke dabei, Timo nicht von Anfang an zu bringen und warum war die Situation der 75. dann so, dass er reinkommen sollte oder reingekommen ist? Ich wollte einfach Timo noch heute noch nicht so viel trainiert hat, schonen. Habe ihn eigentlich für Samstag jetzt vorgesehen gegen Stuttgart und deswegen war es so, dass wir heute unbedingt auch mal wieder ihm Chance geben wollten zu spielen, dass er wieder reinfindet, 30 Minuten oder vielleicht auch länger, aber
Ich weiß nicht, wie viel es dann geworden sind, aber es ist auch nicht entscheidend. Er ist wieder fit, er ist wieder da, er kann wieder voll sprinten und deswegen spricht jetzt dann fürs Wochenende vieles dafür, dass er vielleicht da wieder von Anfang an spielt. Nochmal, wir haben da vorne zum Glück im Moment die Qual der Wahl. Wir haben viele Alternativen, die auch auf internationaler Ebene jetzt gezeigt haben, dass sie treffen können. Chicard hat heute ein super Tor gemacht nach einem Doppelpass mit dem Gegner. War schön gemacht. Kollegin ganz hinten, danach Frank Hellmann. Herr Hasenhüttl, Katharina Hosshoff von Sport 1, ganz hier hinten. Kurze Frage, jetzt haben Sie Ihren Pullover leider nicht mehr an, aber haben Sie sich bewusst gegen den Anzug und für das Glücksoutfit aus Dortmund entschieden? Ja. Wenn man mit einer Klamotte zweimal nicht gewinnt, dann ist die Chance sehr gering, dass es noch ein drittes Mal, dass ich noch ein drittes Mal anziehe, und deswegen. Zwei Chancen hat er gehabt, der Anzug, und hat sie nicht genützt, und jetzt hängt er wieder im Schrank. Frank Hellmann, bitte. Herr Hasenhüttl, jetzt haben Sie zwei Ausrufezeichen gesetzt, jeweils 3-2, einmal in Dortmund, dann heute gegen Porto. Hier im Verein oder im Umfeld werden Oktoberfestspiele bezeichnet, die noch anstehen, Stuttgart und dann zweimal die Bayern. Wie weit verändert das die Blickrichtung, das Selbstbewusstsein auf diese Aufgaben? Gar nicht. Es ist angenehmer, in der englischen Woche von Sieg zu eilen, als nach Niederlagen die Köpfe wieder hochzunehmen. Es ist schon so, dass das positiver Stress dann ist und ein bisschen leichter zu ertragen. Aber im Endeffekt ändert es nichts an der Aufgabe, die uns jetzt bevorsteht. Wir haben jetzt am Wochenende am Samstag Stuttgart, und ich kann jetzt schon versprechen, wir werden das Spiel mindestens genauso ernst nehmen, wenn nicht noch ernster als die Begegnung, die wir jetzt hatten, weil das sind ja mehr oder weniger aus der Motivation heraus einfache Spiele, ja, Champions League und gegen Dortmund in Dortmund. Und jetzt kommt Stuttgart als Aufsteiger, aber das wird mindestens genauso schwer. Und ich glaube einfach, dass wir versuchen müssen, weiter den Fuß am Gaspedal zu belassen, weil im Moment sehr viel richtig läuft. Und die Jungs genau wissen, wenn ich einen Millimeter nachlasse, dann bin ich möglicherweise das nächste Mal schon wieder nicht mehr dabei. Und ich habe keine Angst, dass wir da auch nur einen Millimeter nachlassen. Stefan Schöner nochmal. Trainer, einer der ersten Schlagzeilen, die ich gelesen habe, war RB Leipzig rettet die deutsche Ehre. Bisschen Laps gefragt, geht Ihnen da persönlich einer ab? Ich habe es auch gelesen. Wir waren ja die Ersten, die jetzt gespielt haben die Woche. Warten Sie mal ab, da kommen noch ein paar Mannschaften, die es uns gleich tun. So eine Woche wie letzte Woche wird es so schnell nicht mehr geben, wo alle Mannschaften verlieren oder bis auf, glaube ich, eine alle verloren haben. Und ich mache mir um den deutschen Fußball keine Sorgen. Wir haben es die Woche gut gemacht. Aber noch, wie gesagt, ist nichts gewonnen. Wir haben jetzt 4 Punkte. Wir müssen erst die Auswärtsspiele, die nächsten 2 in der Champions League, gut überstehen. Ich sehe uns da aber auch dazu gut gerüstet. Und dann, wenn wir im Winter oder wenn wir überwintern in der Champions League, das wäre für diesen Verein natürlich ein sensationelles Ergebnis. Dazu noch in der Meisterschaft mit dabei sein. Also im Moment kann man wirklich sehr zufrieden sein. Mich. Wieso? Wir sind ein Verein der Bundesliga und wir versuchen, die Bundesliga bestmöglich zu vertreten. Und ich sehe uns da jetzt nicht in irgendwelchen anderen Situationen, nur weil vielleicht nicht jeder uns heiß liebt. Michael Lorini. Ja, Sie hatten ja Anfang der Saison gesagt, dass Sie mal gucken müssen, überhaupt, wie die Mannschaft das verkraftet. Diese neue Doppelbelastung, waren Sie eigentlich ganz optimistisch. Jetzt haben Sie gesagt eben, Sie glauben nicht, dass die Mannschaft einen Schritt zurückgehen wird, ist die Frage, also dass sie nachlassen wird. Ist die Frage jetzt damit eigentlich schon beantwortet? Ja. Ich glaube einfach, dass wir es ganz gut gemacht haben, dass wir den Jungs nicht von vornherein schon so eine große Bürde auferlegt haben in der ersten intensiven Phase. Wir haben immer gesagt, es ist nicht so überraschend, dass man in Istanbul mal vor so einer Kulisse eben die erste halbe Stunde verschläft und diese Erfahrung erstmal machen muss, und haben ihnen dafür nicht den Kopf abgerissen, sondern wir haben gesagt, wir geben ihnen die Zeit, wir geben ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, und es ist aber auch klar, dass wir Entwicklungsschritte sehen wollen. Und das war heute ein ganz großer für uns. Auch schon jetzt gegen Dortmund haben wir gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Und wir versuchen, die Limits weiterhin nach oben zu verschieben. Und dann schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Anne Grimm. Sie in Ihrer Mannschaft haben sich vor der Länderspielpause gegen eigentlich schwächere Gegner noch um einiges schwerer getan. Was hat sich denn jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen vielleicht so ein bisschen verändert oder entwickelt?
Ja gut, die Qualität der Gegner ist insofern anders, als dass die Gegner, gegen die wir jetzt spielen, natürlich auch ein bisschen mehr mitspielen. Wir müssen da nicht gegen eine Wand aus 10 Verteidigern anlaufen und das hat uns sicherlich in den Spielen dann ein bisschen Probleme bereitet. Aber nein, es ist einfach so, dass wir im Moment auch vor dem Tor sehr gute Entscheidungen treffen, dass wir in der Lage sind, auch wieder viele Tore zu schießen. Und egal gegen welchen Gegner, ist es dann so, dass man, wenn man so variabel vorne agiert und die Laufwege so gut abstimmt, dass es dann einfach schwer ist, uns zu verteidigen. Und nochmal, Bundesliga, ich gehe immer davon aus, dass Spiele gegen Augsburg in Augsburg einfacher sind als in Dortmund. Das ist nicht der Fall. Also es war eine andere Aufgabe, aber mindestens genauso schwer zu bespielen, diese Gegner. Und gerade gegen die Kleinen die Punkte zu holen, unter Anführungszeichen, ist verdammt, verdammt schwer für uns, weil wir da oft einen Fußball spielen müssen, der uns vielleicht nicht so perfekt liegt. Und deswegen ist das aber auch ein Entwicklungsschritt, den wir gehen müssen. Wir haben da auch mal über 60% Ballbesitz. Ich weiß nicht, wie viel es heute war, aber gegen einen Gegner, der ein bisschen mitspielt, da haben wir uns eigentlich auch in der Vergangenheit immer leichter getan.